just hate girls that aren't me. Hey Leute und willkommen zurück zu NFS Hot Pursuit. Und es müsste weitergehen bei den Cops, wenn ich richtig bin. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einem schnelleren Satz. Meine Stimme ist gerade wieder am Start. Und ich glaube, dafür ist der Muss hier Lago an sich am besten. Bei Ford GT ist natürlich auch nicht. Also von den Werten her hier wahrscheinlich der schlechteste. Ja, nee, nicht unbedingt, aber... Ach komm. Einfach, wenn man ihn mal sieht, weil ich mag den Ford GT. Vor allem, ich finde die Lackierung irgendwie voll cool. Mit der Amerika-Flagge und diesem Blau. Ich finde das ganz cool. Und da kann man den auch mal sehen. Und beim Schnelleinsatz, dann mach... Ja, weiß nicht, wenn ich es mit dem Wagen nicht schaffen sollte, warum auch immer. Versuche ich es halt mit dem anderen nochmal. Mit hoher Priorität. Alle Einheiten sofort melden. So, ich muss jetzt erst auch mal wieder ein bisschen reinkommen. Okay, da sind schon mal die ersten 2 Sekunden. Also er ist recht widerspenstig. Kann man das so sagen? Also er ist halt so, der will nicht wirklich in die Kurve lenken, wenn man nicht driftet. Noch driften will, oder aus dem Drift rauslenken. Ich hab einfach gar nicht irgendwie so. Ich glaube, ich werde es nochmal fahren müssen, aber dann ist es halt so. Welt schaffe ich es ja auch noch. Mal schauen. So, jetzt hier auch noch Höchstgeschwindigkeit. Okay, ich habe noch ungefähr eine Minute, 4 Kilometer. Sollte möglich sein, aber man sollte jetzt keinen Crash mehr haben. Okay, es reicht, es reicht. Und das trotz 13 Sekunden Strafe. Neues Fahrzeug. Ich glaube, ich weiß, welcher das ist, ja.
Finde ich gar nicht schön. Also, ich finde, er sieht irgendwie nur weird aus. So, ein Interceptor und Hot Pursuit. Die Hot Pursuit war aber schon da. Von daher werde ich eher die machen. Weil ich nehme mal den Muskelago. Ist auch ein sehr schönes Fahrzeug. Ist schnell, deutlich schneller als der Bentley. Was die Standardwerte angeht, ich weiß halt nicht, wie sehr der über die Höchstgeschwindigkeit hinausgeht. Der Bentley geht da ja bis 360. Und der Murcielago hält ja auch ein bisschen was aus, so ist ja nicht. 20 Kilometer. Und Alle Einheiten, wir haben eine Standard-Equipment. Notfallsituation auf der Boulder Road. Also 2-3-3-3. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Verstanden. Straßensperreneinheiten direkt vor euch in Stellung. Straßensperren wurde passiert. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Okay, der geht aber auch bis 260. Achtung, Verfolgereinheiten. Luftunterstützung im Anflug. Warte Kontakt. Mein Wagen ist beschädigt. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Verdächtiger hat das Nagelband verfehlt. Verdächtiger hat das Nagelband verfehlt. Hoffentlich klappt's beim nächsten Mal. Over. Alle Einheiten, Straßensperre in Position vor euch. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Verdächtiger hat die Straßensperre gehabt. Zur Festnahme vorrücken. Ich habe den aber allen gut Damage gedrückt, die da reingefahren sind. Und weg. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich kein Nagelband setzen kann. Wenn alles gestört ist, dann. Na klar. Ziel ist in einen Tunnel gefahren. Wir versuchen ihn auf. Waffen sind ausgefallen. Ihr seid auf euch allein gestellt, bis wir wieder online sind. Nagelband. Gehen auf der Aventur. Nicht mehr. Und die Korvette da hinten, glaube ich. Das ging schnell. Verdächtiger wurde festgenommen. Bringt ihn rein zum Verhör. Ganz knapp keine Bestleistung, schade. Das gefällt mir. Schön. Dann jetzt die Interceptor-Mission. Ist ja auch die einzige gerade. Ich hätte ja schon Bock auf die Korvette, aber ich nehme mal wieder den Muskelago. Er hat halt mit die beste Höchstgeschwindigkeit, also absolute Höchstgeschwindigkeit und hat die beste Beschleunigung. Und gerade bei Interceptors sowas finde ich ziemlich wichtig, eigentlich. Natürlich ist auch wichtig, dass das Auto viel aushält. Hat man ja in Part 19 gut genug gesehen, glaube ich. Ne, das war was an, egal. Doch, da auch, aber. Ja. 2 Nägel, 4 Helis. Okay.
Roger, 1071 empfangen. Luftverfolgung, Sie haben Einsatzfreigabe. Verdächtiger hat die Straße verlassen. Ich sehe wegen dem Heli kaum was. Das ist doch doof. Was ist denn das? Ist das ein Staring Moss? Ist das ein 919 Hybrid oder wie der heißt? Ne, ist ein Staring Moss. Kontakt! Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich wiederhole, Nagelbänder sind genehmigt. Over. Na gut, das bisschen Damage stecke ich mir kurz weg. Boah, dass er da nicht durchgefahren ist, das war doch super platziert, das Nagelband. Luftverfolgungseinheit ist bereit. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Verdächtiger hat die Straße verlassen. Ich habe ihm schon eigentlich ganz gut Damage gedrückt, von daher. Alle Einheiten, wir messen einen Energieanstieg beim Verdächtigen. Sei vorsichtig. Verdächtiges Fahrzeug ist stark beschädigt. Ich gebe Ihnen jetzt den Rest. Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Position. Boah, ey, was ist das? Genau. Luftunterstützung auf Standby. Erwarten Anweisungen. Wie fährt der? Was ist das? Endlich. Verdächtiges Fahrzeug wurde gestoppt. Gute Arbeit, Officer. Eigentlich hätte er sich schon selbst eliminieren müssen. So wie der da rumgefahren ist, ey. Hatte ich auch noch nie. Und ich habe das Spiel 2,5 Mal, also wenn ich das jetzt durchgespielt habe, dann 2,5 Mal durchgespielt. Und noch eine Hot Pursuit hier oben ist noch ein Scheinsatz. Aber ich mach die Hot Pursuit, habe ich gerade mehr Lust drauf. Mit dem Continental. Okay, eins von jeder Sache. Das ist kritisch. Viel mit einer EMP oder einem Nagelband kann ich halt auch nicht anfangen. Deswegen spare ich die einfach mal auf. Sozusagen als Notlösung. Warte Kontakt, mein Wagen ist beschädigt. Das war genial. Roger, 1073 freigegeben. Straßensperreneinheiten. Die beiden setze ich einfach schon mal ein. Weil die bringen meistens am meisten was. Eigentlich habe ich das Gefühl, wenn möglichst viele noch unterwegs sind. Boah. Eigentlich hätte der Gallardo auch komplett zerstört werden müssen. Alle Einheiten, Straßensperre außer Gefecht gesetzt. Ziel ist in einen Tunnel gefahren. Wir versuchen, ihn auf der anderen Seite abzufangen. Was habe ich nochmal am Anfang gesagt? Ich möchte es mir bis zum Ende aufmachen. Kontakt!
Also die MP war ich auf jeden Fall auf. Habe einen Strafzettel ausgehändigt. Belastend. Ich bereue es nicht, den Continental genommen zu haben, weil ich immer noch recht viel Leben habe. Melde Kollision. Zielfahrzeug ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Ford GT kommt auch wieder angefahren hier. Oh, der Heli war noch unterwegs. Okay. Nee, es kann doch nicht sein, dass die an die nicht rankommen. Verkehrsunfall. Diese boosten die sich irgendwie die ganze Zeit gegenseitig? Natürlich. Na, ich starte. Na, soll ich es neu starten? Ich weiß es nicht. Ich fahre es erstmal bis zum Ende. Also in den Ford GT komme ich hier locker rein. Aber an die Line da vorne. Ah, ich wurde näher an die Line gesettet. So. Sind auch die beiden Kontinente. EMP aktiviert. Ziel wird erfasst. Ich zerstöre die immer kurz bevor ich die MP abfeuere. Werde ich da irgendwie noch schneller als die. Fahrzeug wurde gestoppt. Gute Arbeit, Officer. Aber ich kann da halt echt nicht dran. Das ist schon irgendwie... Ich glaube, ein neuer Level. Ja. Part 2. Neues Fahrzeug. Der ist nicht schlecht. Finde ich auf jeden Fall ganz schön eigentlich. So, Schnelleinsatz. Naja, das wollte ich nicht. Ja, 1:07. 4 Minuten. Dann mache ich noch das kurze. Achso, das Interceptor. Da fahre ich trotzdem. Aber warte, wie viel besser ist. Ach, der ist ja gar nicht. Der GDR ist ja gar nicht in der Klasse. 3 Straßensperren, 3 Helikopter, 2 MP. Heißt durchgängig Helikopter-Spam und ab und zu auf Auto und je nachdem war eine Straßensperre. Chevy. Ja. Warum mache ich so wenig Damage? Der Richtige hat die Straßensperre gerannt. Zur Festnahme verholfen. Wiederhole klar machen zur Festnahme.
Mann, geht das denn im Spiel nicht, dass man quasi neben denen steht und dadurch werden die verhaftet? Ich meine schon. Behaltet die Straße im Auge. Schon länger als ich dachte, aber okay. Luftunterstützung auf Standby. Erwarten Anweisungen. Phil ist in einen Tunnel gefahren. Wir versuchen ihn auf der anderen Seite abzufahren. Ist hier ein Tunnel? Phil hat ein Nagelband abgeworfen. Die Situation ist äußerst gefährlich. Verdächtiges Fahrzeug ist stark beschädigt. Wir halt die Korvette denn bitte aus. Nicht mehr lustig. Das ist die ganze. Das war auch bei der Viper doch schon so. Das war doch auch schon bei der Viper so, die ist einfach nicht tot gegangen. Komm jetzt, das muss hin. Ja, danke. Letzte Einheit müsste das sogar sein, oder? Ja. Das wird auf jeden Fall ganz cool, das kann ich jetzt schon versprechen. Alles Wagen, die ich nicht mehr brauche. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.